Herr Brod, Sie sind in Prag geboren. Prag heißt auf Tschechisch Praha. Und Praha bedeutet Schwelle. Ist Prag Schwelle zwischen zwei Welten? Schwelle zwischen Ost und West, West und Ost? Was bedeutet Ihnen, der Sie soeben in vielen großen Werken eine großartige Rückschau, Ihr Buch, der Prager Kreis, angefügt haben? Was bedeutet Ihnen aus Ihrer Erinnerung Prag? Prag bleibt für mich immer ein Zentrum meiner Existenz. Sie sagten, eine Schwelle zwischen zwei Welten. Ich würde formulieren, zwischen drei Welten. Denn drei Kulturen stoßen da zusammen. Die tschechische, die deutsche und die uralte jüdische Kultur, die in Prag eines ihrer wichtigsten Zentren hatte. Und daraus erklärt sich für mich die Farbigkeit dieser Stadt, ihre besondere Faszination, ihre Unergründlichkeit, ihre Rätselhaftigkeit, die zum Beispiel in dem Werk von Gustav Meyrink eine so faszinierende Ausprägung gefunden hat. Es ist eine nicht einfache Stadt. Es ist auch nicht einfach gewesen, in Prag zu leben, aber umso interessanter. Schauplatz Ihrer geistigen Auseinandersetzungen, so sagten Sie einmal, waren in Prag nicht dumpfe, lichtlose Räume, nicht faustische Studierstuben, sondern einfach die weite Landschaft um Prag und die schöne Stadt selbst mit ihren Gassen, mit ihren Brücken. Ja, Prag. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, nicht nur Prag, sondern auch die Umgebung Prags. Die Wälder von Černošice, die Wälder an der Sázava, das war unsere Welt. Wir waren alle passionierte Fußgänger. Heute sehe ich mit einer gewissen Wehmut auf diesen früheren Zustand zurück. Wir waren Liebhaber der Natur und gewisse Darstellungen, die immer wieder betonen, dass Ghettomauern uns umschlossen haben, sind grundfalsch. Ich kämpfe dagegen mit aller Energie. Wir waren aufgeschlossen für die Natur, wir waren aufgeschlossen für die ganze Welt. Es war ein Geist des Universalismus in uns. Genau das Gegenteil von dem, was gewisse Autoren wie zum Beispiel Paul Eisner uns andichten. Keine Abgeschlossenheit, Weltoffenheit. Und wenn Sie hierbei an Prag konkret denken, welche Brücken, welche Straßen waren es an sich oder welcher Teil der Stadt, in dem sich eben diese, wie Sie sagen, so freie geistige Auseinandersetzung abgespielt? Es war üblich unter uns, schon in unserer Studentenzeit, wenn wir eine Diskussion in einem Lokal beendet hatten, nachher über die Karlsbrücke, über die alte Karlsbrücke zur Civitas Minor, das ist Kleinseite, zu pilgern. Dann heilte unser Schritt in den menschenleeren Straßen, die zum Hradschin, zur alten Königsburg hinaufführen, und oben in den Höfen, der verlassenen, stillen, nächtlichen Höfen der Königsburg. Dort entfaltete sich eigentlich erst unser Leben. Dort trug uns Ernst Deutsch eine Szene aus Romeo und Julia vor und wurde bei dieser Gelegenheit von Bertolt Viertel als große Begabung der deutschen Schauspielbühne entdeckt. Und in diesem Prag stellten Sie sich doch eigentlich eine besondere Aufgabe. Sie wurden ein, möchte ich sagen, Meister des frühen Entdeckens wertvoller Menschen. Ich denke hier an den weiteren, wie auch an den engeren Prager Kreis. Ich denke hier an Werfel, an Haschek mit seinem Werk, dem braven Soldaten Schweig. Sie haben doch eigentlich vielen dieser Menschen der Prager Schule, des Prager Kreises, den Weg in die große, weite Welt geöffnet. Ja, aber ich möchte sagen, das war ganz unwillkürlich. Es waren eben Stoffmassen da, die zu entdecken waren. Das ist nicht mein Verdienst. Ich glaube, es war selten eine solche Anhäufung von Begabungen beisammen wie damals. Und es war gar keine große besondere Kunst. Es wird mir immer wieder als Leistung angekreidet, also im guten Sinn angekreidet.
Aber ich kann ja nichts dafür, dass Werfel, Kafka, Haschek und alle diese Leute um diese Zeit tätig waren. Und wer war an sich dieser Kreis, in dem Sie diese Entdeckungen, sei es dahingestellt, zufälligerweise oder absichtlich gemacht haben? Wer war an sich die Masse? Sie glauben mir nicht ganz mit dem zufällig und absichtlich. Nein, noch nicht so ganz. Also, no, vielleicht wird es mir noch gelingen, Sie im Laufe dieses Gesprächs zu überzeugen. Ja, also an der Hochschule im ersten Jahr gleich lernte ich anlässlich einer Debatte, über die ich dann auch später noch erzählen kann, Franz Kafka kennen. Im Gymnasium hatten wir einander nicht gekannt, aber in der Sektion für Literatur des Vereins Deutscher Hochschüler, Lese- und Redehalle, stieß ich auf den stillen, zurückhaltenden Franz Kafka. Ja, also ich hielt einen Vortrag über Schopenhauer, denn mein ganzes Leben war damals unter dem Banne von Schopenhauer. Nach dem Vortrag kam Kafka, den ich noch nicht kannte, zu mir und sagte, er möchte mit mir sprechen und begleitete mich nach Hause. Und da kam er gleich darauf, also warum haben Sie das und das gesagt? Ich suchte das zu erklären. Die Debatte dauerte bis Mitternacht oder noch länger. Erinnern Sie sich vielleicht, welchen Weg Sie damals, Ihren ersten Weg mit Kafka gegangen sind? Ja, das lässt sich sehr genau rekonstruieren. Ja. Ich erinnere mich auch daran. Denn die Lese- und Redehalle war in der Narodni Trida, die heute so heißt, Nationalstraße, damals aber Ferdinandstraße, eine der Hauptstraßen Prags. Und ich wohnte in der Schalengasse, die heute Skorzebka heißt. Das heißt auch die tschechische Übersetzung des Wortes Schalengasse. Und da gingen wir also durch die Ferdinandstraße über den Bergstein herunter und dann in der Schalengasse auf und ab, dann wieder zur Ferdinandstraße zurück. Kafka selbst wohnte auf dem Altstädter Ring, begleitete ich ihn wieder und dann wieder zurück. Das waren die Straßen der Altstadt Prags, diese winkligen, durchaus nicht nach einem ausgeklügelten Plan, rationalistisch gebauten, sondern durcheinander gewürfelten kleinen Gassen und Gässchen, in denen so viele Sonderlinge wohnten. Über 20 Jahre hinweg, fast über die Hälfte seines leider allzu kurzen Lebens, hat sie eine innige Freundschaft mit Franz Kafka verbunden. Deshalb verwag wohl niemand, lieber Herr Brod, besser ihn zu schildern als Sie. Wie sah er aus? Wie offenbarte er sich Ihnen? Wie hat er sich entwickelt aus seiner Studentenzeit bis in seine letzten Tage? Wie sehen Sie ihn heute noch vor sich aus der Erinnerung? Am Anfang war er also eben ein schmächtiger Student, lang aufgeschossen, mager, vielleicht um anderthalb Köpfe größer als ich, was ja nicht viel bedeutet, da ich sehr klein bin, aber er war über Mittelmaß und blitzende graue Augen und schwarzen Schopf von dichten Haaren und äußerlich sehr gepflegt, sehr elegant. Gewisse Leute wollen ihn als Bohemien sehen, die haben ihn eben nie gekannt. Er war äußerlich mit betonter Unauffälligkeit sehr gewählt und elegant gekleidet. War er eine frohe Natur? Das ist zu viel gesagt. Er war nicht so depressiv, wie er heute gesehen wird. Aber Frohnatur kann man ihn nicht nennen. Er war, wenn man mit ihm allein war oder in einem kleinen Kreis, von einer bezaubernden Witzigkeit und Spritzigkeit. Aber in großer Gesellschaft verstummte er. Aber das unter vier Augen oder in unserem kleinen Kreis von vier Menschen, also 4 mal 2, muss ich sagen, unter 8 Augen, war er sehr lebhaft und auch aggressiv. Wenn ihm etwas nicht gefiel, so nahm er kein Blatt vor den Mund. Wir wissen, dass Kafkas Leben voll persönlicher Konflikte war. Seine tiefschürfenden Auseinandersetzungen mit dem Vater wurden, so sagten Sie einmal, zu seinem Lebenskonflikt. Machen wir nicht allgemein den Fehler, dass wir seine Komplexe, die in seinen Werken ihren Niederschlag finden, in rückwirkender Deutung zu höherem erheben.
ihn rückwirkend zum Seher machen, nachträglich zum Propheten, zum Künder einer Epoche. Ja, das es stimmt, dass der Konflikt mit dem Vater ein beherrschender Konflikt in seinem Leben war. Aber die Schärfe dieses Konflikts wird oft übertrieben dargestellt. Zum Beispiel von dem schon erwähnten Paul Eisner, der darüber geschrieben hat. Im Grunde war der Vater von Kafka ein self-made man, ohne große Bildung, aber von einem ungeheuren natürlichen Verstand und liebte sein Kind. Aber er fand keinen Zugang. Er hätte gewünscht, dass Kafka auch Geschäftsmann würde, und er war ja der einzige Sohn in der Familie. Und dazu hatte nun Kafka gar keine Lust und auch keine Fähigkeit. Daraus entstand der Konflikt, aber im Grunde hat Kafka seinen Vater sehr verehrt, denn er hat immer einen scharfen Blick für die Tüchtigkeit eines Menschen gehabt, für die Lebenstüchtigkeit und Vitalität. Und dadurch hat sich ja der alte Kafka ausgezeichnet, dass er kein Ästhet war, dass er nicht von Literatur keine Ahnung hatte. Es steht auf einem anderen Blatt, als ihm einmal Franz sein Buch brachte, welches seinem Vater, glaube ich, sogar gewidmet ist. Da nahm es der Vater entgegen und sagte, leg's auf den Nachttisch. Und das hat Franz gewissermaßen als eine Geringschätzung angesehen. War aber gar nicht so gemeint, denn er las eben nur, wenn er im Bett lag. Also ich glaube, es war natürlich eine Folge von Missverständnissen, von Verstimmungen, hauptsächlich aber von hineinzwängen wollen von Kafka in einem Beruf, der ihm nicht lag. Und daraus entstanden Strebungen aus der Familie, überhaupt wegzukommen und ein selbstständiges Leben zu beginnen, die er schließlich bei einem 25-jährigen Mann durchaus am Platze sind. Daher suchte er sich eine eigene Wohnung, wo er allein hauste. Und diese Wohnung war nicht gerade glücklich gewählt. Er erkältete sich und vielleicht war das sogar der Beginn seiner Lungenkrankheit. Aber dass Franz von tiefer Sorge um den Vater erfüllt war. Ich habe ihn nie so sorgenvoll gesehen, als in der Zeit, wo der Vater krank war, hat sich dann wieder erholt. Und dass er voll von Zärtlichkeit war, kann ich Ihnen in einer Geschichte, die sich mit zufälligerweise auf meinen Vater bezog, darlegen. Gerne, einmal, gerne. Mein Vater schlief nach Tisch auf dem Kanapee und Franz, der mich besuchte, musste dieses Zimmer durchschreiten. Da machte wahrscheinlich mein Vater im Halbschlaf eine Bewegung und sagte, Kafka hob den und sagte, betrachten Sie mich als einen Traum. Und so entfernte er sich auf den Fußspitzen in mein Zimmer. Das war ein deutliches Zeichen, wie bei Kafka Leben und Dichtung und Fantasie ineinander übergingen, ohne die sonst üblichen Grenzen, die so sozusagen dieses Übergehen allzu sehr akzentuieren. Bei ihm ging es leicht und natürlich ineinander über. Er lebte dichtend und er dichtete lebendig. Nun ist es doch so, dass der Sohn-Vater-Konflikt, verbunden auch mit der Sohn-Vater-Liebe, nichts Außergewöhnliches darstellt. Wie aber kam es bei Kafka so weit, dass, wie Sie letzten Endes sagen, sich dieser Konflikt zu einem Lebenskonflikt ausweitete? Dazu bedurfte es doch eigentlich mehr als es sonst üblichen. Er nahm ihm alles schwer. Er nahm alles schwer und in seiner Familie streckten sich ihm eigentlich wenig hilfreiche Hände entgegen. Umso wichtiger ist vielleicht in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass er in dem Freundeskreis
der Vier, der sich um ihn bildete, also zu dem auch ich gehörte, und ferner der Philosoph Felix Welsch und der blinde Dichter Oskar Baum, dass er da Entspannung und Erholung fand und da auch oft sogar ohne besondere Schwierigkeiten dazu bewogen werden konnte, aus seinen Werken vorzulesen. Vielleicht darf ich Ihnen über diese merkwürdige Konstellation, die ja den Hauptinhalt meines neuen Buches bildet, etwas erzählen. Ja, nicht? Gerade darauf bin ich sehr neugierig. Ja, also diese vier, von denen waren drei verheiratet allmählich. So, der blinde Oskar Baum war sogar der Erste, der geheiratet hatte, als er eine Organistenstelle bekam. Er war musikalisch ausgebildet und hatte daher als erster von uns einen Brotberuf, konnte heiraten. Und Felix Welsch hat dann geheiratet, ich habe geheiratet, Kafka blieb ledig. Und wir trafen einander also in den Wohnungen. Kafka, bei Kafka konnte das nicht stattfinden, da er bei seinen Eltern wohnte und ein ganz winziges Stübchen für sich hatte, wo wir alle gar nicht Platz gefunden hätten. Man kann sagen, dass wir vier Freunde ein einzigartiges Gebilde waren, von dem ich eigentlich nicht weiß, dass es irgendwo in der Weltliteratur etwas Ähnliches gibt, weil wir einander wirklich schrankenlos vertrauten, weil wir einander offen, kritisch gegenübertraten und weil sozusagen jeder mit jedem eine Zelle von Freundschaft bildete, also sagen wir Baum mit Welsch und ich mit Baum, jeder war für sich zwei und zwei, waren auch oft allein miteinander. Aber diese Zusammenkünfte zu vier waren der Höhepunkt. Sie fanden ungefähr alle 14 Tage statt, abwechselnd in einer der Wohnung. Und dabei wäre zu erwähnen, dass wir Männer uns immer ohne Trübung verstanden. Der Niederschlag der Stimmung Kafkas ist in seinen Werken zu spüren. Ja. Auch seine Komplexe, auch seine Auseinandersetzungen. Und die Frage ist an sich, ob eben in der rückwirkenden Deutung Kafkas eben in seine Werke Dinge hineingesagt, hineinkomponiert werden, die in seiner ursprünglichen Absicht während des Schreibens überhaupt nicht vorhanden waren. Dass also Kafka nachträglich zu einem Propheten, zu einem Seher erklärt wurde. Teilen Sie diese Auffassung oder sind Sie anderer Meinung? Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass viel in Kafka hineininterpretiert wird. Ich habe Ihnen schon einmal auch so privat erzählt, wie in jeder Stadt ein Narr sitzt, der, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, dann zu mir kommt und mir irgendeine abstruse, gänzlich unbegründete Meinung über Kafka eröffnet. Aber gerade was den prophetischen Zug anlangt, so glaube ich, dass man da nichts in ihn hineininterpretiert hat, was ihm fremd war. Er selbst hätte natürlich nie den Rang eines Propheten oder etwas auch nur entfernt, annähernd Ähnliches angestrebt oder für denkbar gehalten. Überhaupt, ich denke mir manchmal, stelle ich mir vor, Kafka würde jetzt auf die Welt kommen. Und noch einmal und würde unter uns wandeln. Er wäre äußerst erstaunt über die Wellen, die sein kurzes irdisches Wirken geschlagen hat. Und er würde gar nicht glauben, dass sich das auf ihn bezieht, wie ich ihn kenne. Aber gerade mit dem Prophetischen, es finden sich ja Szenen im Prozess, die dann später Wirklichkeit geworden sind. Es finden sich unter seinen Tagebuchaufzeichnungen Berichte, die wie Berichte aus dem Krieg klingen und vor dem Krieg geschrieben sind. Und einmal schildert er sogar eine Deportation den Schmerz der Kinder, die Verzweiflung der Eltern. Es bricht dann ab. Das klingt wie eine seherische Vision dessen, was dann später geschehen ist. Sie erwähnten eben Szenen aus dem Prozess. Welche Szenen schweben Ihnen da vor Augen, in denen Sie eben das Seherische sehen?
gleich der Anfang. Dass jemand musste K. verleumdet haben, denn eines Tages wurde er verhaftet. Und dann wird ihm gar nicht gesagt, weshalb er verhaftet worden ist. Er wird auch wieder freigelassen. Dieses Ganze erinnert an Dinge, die wir lieber nicht erwähnen wollen, nicht näher ausführen wollen, die ja über die Mitteleuropa hereingebrochen sind. Zum Beispiel schon, dass die, wie diese beiden Verhaftenden geschildert sind. Sie sahen aus wie militärisch, einen Anzug eng anliegend mit vielen Taschen und Knöpfen. Das hat es ja damals gar nicht gegeben noch. Kafka ist ja im Jahre 24 gestorben. Und doch sieht man gewissermaßen einen Mann der SA oder der SS vor sich. Und das ganze Benehmen dieser Leute erinnert an das, was später geschehen ist. Ich habe jetzt vielleicht eine etwas prekäre Frage. Sie haben Kafka persönlich gekannt. Ist es für Sie als Literaturhistoriker nicht eine Belastung, dass Sie mit ihm so eng befreundet waren und Ihnen deshalb vielleicht der Abstand fehlt für die Deutung Kafkas, der Abstand, den andere haben, die Kafka persönlich nicht kannten? Ich glaube nicht, dass es ein Vorteil ist, Kafka nicht gekannt zu haben. Es ist sicher ein 22-jähriger Umgang, wie ich ihn mit ihm gehabt habe, bei dem wir uns täglich gesehen haben, manchmal auch zweimal im Tag, sicher eine Brücke zu dem Geheimnisvollen, das bei all dem selbstverständlich in Kafka geblieben ist, dem Rätselhaften, Unenträtselbaren, das schließlich im Individuum eines jeden Menschen, aber eines hochentwickelten Menschen ganz besonders steckt. Wie schrieb er eigentlich? In aller Stille für sich oder an jemanden? Oder wollte er letzten Endes die Welt, die Zeit ansprechen? Er schrieb in erster Reihe für sich aus einem inneren Zwang, aber das, was er schrieb, hat eben quasi im Nebenberuf auch eine Weltbedeutung. Letzten Endes, möchte ich sagen, war er ein strenger Moralist, ein Lehrer. Er lehrte nicht durch abstrakte Dogmen, sondern durch sein ganzes ausschließlich auf Aufrichtigkeit und Wahrheit und Natürlichkeit gerichtetes Sein. Auf diesem Wege fand er viele Schwierigkeiten, viele Hindernisse und deshalb wirkt in seinem Werk manches so außerordentlich qualvoll, weil der Drang zur Wahrheit in ihm so stark ist, weil sich ihm so große Gegensätze, Schwierigkeiten entgegenstellen. Aber das Drang selbst war einfach und natürlich. Und dann der Auftrag an Sie, seine Werke zu vernichten. Liegt da nicht etwa ein Widerspruch in Kafka selbst über den Sinn seiner Werke, über das, was er mit ihnen wollte? Ja, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch. Das ist ein allgemein gültiger Satz und gilt natürlich auch für Kafka. Er hat in seinem, sei es auch kurzen, aber doch äußerst nuancierten und gestuften Leben, verschiedene Epochen durchlebt. In einigen war er sich seiner Sendung bewusst, schreibt ja auch einmal, ich habe eine Aufgabe. Und andere Mal hat er daran verzweifelt, was überdies diese von Ihnen erwähnten Aufträge an mich betrifft, sein Werk zu vernichten. So hat er das nicht etwa in einem formellen Testament ausgesprochen, sondern einen Zettel nicht einmal mir überreicht, sondern ich habe, als ich nach seinem Tode in seine Wohnung ging und sah, was da übrig geblieben war, habe ich diesen Zettel vorgefunden. Ich kann ihn nicht einmal genau datieren. Nach der Schrift zu schließen, stammt er nicht aus der allerletzten Zeit. Denn in der letzten Zeit hat er ja eine relativ glückliche Zeit erlebt, da er die ihm gemäße Lebensgefährtin in Dora Dumand gefunden hat. Im Jahre 1927 hielten Sie einmal in Wiesbaden einen Vortrag über Franz Kafka.
Plötzlich drängte sich einer ihrer Zuhörer durch die Menge an sie heran und schrie sie damals förmlich an: Wissen Sie, dass man unser Jahrhundert einmal das Jahrhundert Kafkas nennen wird? Ich möchte diesen jungen Mann, der mir damals entgegentrat und in der Menge verschwand, wenn ich ihn finden würde, würde ich ihn gerne küssen. Denn er hat genau das ausgedrückt, was ich auch empfinde. Aber damit ist nicht gesagt, dass ich mit den vielen Fehldeutungen, die heute Kafkas Bild mehr verdunkeln als in die Menge tragen, einverstanden bin. Ich habe aber den Eindruck aus vielen Briefen, die ich bekommen habe, dass gerade die Jugend, die junge Jugend, die Deutsch spricht, Kafka sehr innig versteht. Ich habe wirklich einige ganz wertvolle Briefe bekommen, aus denen hervorgeht, dass für diese jungen Leute Kafka in seiner grenzenlosen Wahrheitsliebe eine Art Ratgeber geworden ist. Und deshalb in diesem Sinne kann ich den Ausspruch dieses jungen Wiesbadeners akzeptieren: Wir leben im Jahrhundert Kafkas. Und wenn Sie es also sagen, dass es das Jahrhundert Kafkas ist, wie möchten Sie dann eben diese Lehre Kafkas an unser Jahrhundert verstanden haben? Sei wahr und natürlich und ethisch. Er war, wie ich schon sagte, ein großer Moralist. Und darin sehe ich seine Hauptbedeutung.